solide und langlebig. Diese Eigenschaften treffen auch auf gut verarbeitete Lederwaren zu. Die Häute der deutschen Rinder werden fast immer zu Leder verarbeitet. Das Leder der süddeutschen Rassen, also Fleckvieh, Braunvieh und Gelbvieh, ist wertvoller als das Leder vom norddeutschen schwarzbunten Rind. Denn süddeutsche Häute sind dicker, größer und damit stabiler. Sie werden in Deutschland, Italien und anderen europäischen Ländern gegerbt. Die norddeutschen Häute gehen vor allem nach Asien. Für eine süddeutsche Rinderhaut bester Qualität bekommt der Schlachthof bis zu 80 Euro. Oder auch gar nichts, wenn die Haut sehr viele Makel hat. Da, wo die roten Punkte eben sind, da misst die Maschine jeden Quadratzentimeter von der Haut ab. Und somit kriegen wir dann ein exaktes Ergebnis, weil man so diese losen Enden einfach nicht so messen könnte mit einem Zollstock oder sowas. Und deswegen gibt es solche Maschinen, die uns da helfen. 5,85 Quadratmeter zeigt das Lasermessgerät an. So groß ist die petrolfarbene gegerbte Napa-Rinderhaut. Napa heißt, das Leder ist glatt, aber die Porenstruktur ist sichtbar. Es stammt von der äußeren Schicht der Haut. Robin Metz von der Firma Ecopel in Selbmanns im Landkreis Oberallgäu schaut sich die Haut, die auf dem großen Tisch vor ihm liegt, genauer an. Der Größe nach stammt sie von einem Bullen. Und da sieht man jetzt eigentlich ganz gut, was unser Leder so ein bisschen ausmacht. Das ist halt hier ein extremes Beispiel, aber das ist eigentlich ganz gut. Das sind Naturmerkmale. Das Leder hat dort, wo mal der Rücken war, etliche Kratzer und ein Loch. 99% würden sagen, die Haut hat einen Fehler. Aber es ist halt einfach, man erkennt an der Haut das Leben vom Tier. Bei dem Bullen, der hat wahrscheinlich auch viel draußen sein dürfen. Und dann ist einfach klar, wenn der am Zaun entlang schrammt oder sowas, dass der sich halt einfach Kratzer und Narben im Laufe seines Lebens zuzieht. Sowas ist unschön. Sowas sind Treiberstiche. Das sehen wir eigentlich auch nicht so gern, mal davon abgesehen, dass es die Haut halt für Möbel hier unbrauchbar macht. Aber man kann halt auch die Haut nicht an den jeweiligen Hof zurückverfolgen, dass man dann auch da sagen könnte, so hier, das geht gar nicht. Was macht ihr mit den Tieren? Da sehen wir es dann halt auch immer. Aber sowas gehört zumindest ein bisschen der Vergangenheit an. Also wir haben es zum Glück nicht so super oft. Auf dem Leder sieht man Zeckenbisse, Operationsnarben, Gabelstiche, vergrößerte Poren, wenn das Tier viel im Dung liegen musste. Oder zum Beispiel Hornstöße von anderen Rindern. Spuren aus dem Rinderleben. Aber man erkennt auch die Spuren, die der Metzger hinterlassen hat, sagt Nathalie Metz von der Firma Ecopel. In der großen Massenindustrie wird das alles maschinell mittlerweile gemacht. Und dann gibt es eben auch die Metzgerkühe. Das sind dann wirklich Häute, die wirklich stark verkratzt sind. Das liegt dann eben daran, weil die Haut eben von Hand quasi entfernt wurde. Auch mit den Messern, dann ratscht man halt mal irgendwo ran. Das wird uns niemand abkaufen. Was wird aus der petrolfarbenen, ungefähr 1,5 mm dicken Haut? Fürs Sofa ist sie unbrauchbar. Vielleicht wird sie zu Damen- oder Herrenschuhen. Aber viel wahrscheinlicher ist, dass aus diesem Leder Babyschuhe gemacht werden. Babyschuhhersteller im In- und Ausland sind nämlich die Hauptabnehmer der Firma. Denn alle Ecopel-Leder sind nicht mit Chrom oder Aluminium, sondern mit Pflanzenauszügen gegerbt und mit umweltfreundlichen Farben gefärbt, sodass Kinder die Schuhe auch mal in den Mund nehmen können. Das hat eben mein Schwiegervater entwickelt und diese Rezepturen sind geheim unter Verschluss. Das ging eben einfach darum, von der Chromgerbung wegzukommen. Und es war ein langwieriger Prozess, dass man eben die Zusammensetzungen aus diesen pflanzlichen Bestandteilen so hinkriegt, dass die Haut hinterher erstens natürlich haltbar ist. Das ist natürlich der eigentliche Grund, warum man überhaupt irgendetwas gerbt. Und dass es eben diesen schönen, geschmeidigen Griff bekommt. Die Firma kauft die Häute beim Großhändler ein, lässt sie in einer großen Gerberei beim Hof in Oberfranken gerben und färben und verkauft sie dann vom Oberallgäu aus. Seit 3 Jahren gibt es nun auch Bioleder im Sortiment. Das wird genauso behandelt wie alle anderen Ecopel-Leder, also immer pflanzengegerbt und umweltfreundlich gefärbt. Aber die Häute sind von Biorindern. Das kommt gut an bei den Kunden. In Selbmanns, beim Ledervermarkter Ecopel, fährt immer mal wieder ein vornehmer, weiß gekleideter Herr in einem weißen Oldtimer vor, der umweltfreundlich erzeugtes weißes Leder für die Ausstattung seiner Autos kauft. Er weiß Bescheid. Viele andere Autobesitzer würden nach kurzer Zeit allerdings dumm gucken, wenn das Leder in ihren Autos von Ecopel kommen würde, denn es ist nicht imprägniert. Weil für eine Imprägnierung brauchen Sie immer Chemie, und zwar wirklich die harte. Sie können das damit wachsen, mit Kanauberwachs, Sie können da mit allem Möglichen dran gehen. Es gibt vielleicht einen minimalen Schutz, aber nicht so, wie es jetzt der Otto-Normalverbraucher gewohnt ist, dass es kommt.
Wasser drauf, das perlt ab, erwischt weg, so wie es die meisten einfach gewohnt sind, auch von ihrer Couch daheim. Aber die wenigsten wissen einfach, dass diese Leder beschichtet sind. Also ob das Gruppe gehabt ist oder nicht, sei es mal dahingestellt. Aber hinterher kommt die Haut, wird ausgebreitet und läuft unter so einem richtigen Sprühregen durch. Und das ist eine Versiegelung. Und damit ist das Produkt eigentlich tot, weil das ist nicht mehr atmungsaktiv. Sie haben so einen richtigen Film oben drauf gebracht. Der Vorteil der Riesige ist, es sieht hübsch aus, lang, und Sie haben die Wasserabweisung oder auch Schmutzabweisung. Wasserflecken hinterlassen auf nicht imprägniertem Leder einen Rand. Kaffeeflecken bleiben als Fleck. Das Leder geht durch die Flecken nicht schneller kaputt, aber es sammelt dann eben zusätzlich zu den Spuren aus dem Rinderleben auch noch deutlich sichtbar die Spuren aus dem menschlichen Alltagsleben. Die Verbraucher mit diesem Sachverhalt anzufreunden, das sei die größte Herausforderung, sagt Nathalie Metz. Im Vergleich dazu sei es fast ein Kinderspiel, ihr Leder an Vegetarier und Veganer zu verkaufen. Wenn jemand bei uns dann anfragt nach so einem Leder, der eben auch diese Bio-Kreisleute kaufen möchte, das sind auch viele Veganer, die sagen, normalerweise hätte ich jetzt kein Leder gekauft, aber ich finde das toll, was sie machen. Bei ihnen glaube ich was, da mache ich jetzt eine Ausnahme, weil denen eben wichtig ist, wie die Kuh gelebt hat. Ja, von daher vielleicht eine leichte Steigerung. Eine weitere Herausforderung ist für den Ledervermarkter allerdings die kleinteilige Struktur der Biolandwirtschaft. Viele Biobauern lassen ihre Rinder Land auf, Land ab bei kleinen Metzgern schlachten. Wie soll man da mit einer effizienten Logistik an diese Häute kommen? Wo wir noch nicht so viele Biokreishäute da hatten, kommen dann immer viele und sagen, ja, ich habe jetzt hier gerade 2 Kühe geschlachtet, können Sie die vielleicht nehmen? Und das ist wieder das eine Problem, weil es ist nicht unbedingt dann wieder nachhaltig, wenn ich jetzt zu jedem Bauernhof fahren muss, mir da 2 Felle rausholen muss, da 2 Felle, wenn die dann gegerbt werden müssen. Deswegen arbeiten wir mit einem Biopark zusammen. Das ist ein größerer, trotzdem jetzt keine Massentierhaltung, es ist trotzdem alles zertifiziert. Aber die bringen die Menge zusammen, die man braucht, damit es wieder rentabel ist. Und für einen Gerbfass braucht man mindestens 250 Haut. Das große Gerbfass, in das 250 Kuhhäute passen, steht in Oberfranken bei der Gerberei, die für Ecopel gerbt und färbt. Im Firmengebäude in Seltmanns hört man von Zeit zu Zeit noch ein Balkfass rumpeln. Eine riesige Holztrommel, in der sich Vorrichtungen befinden, die wie Holzbänke aussehen. Dort hinein kommen die Leder, die nicht weich genug sind, und werden durchgewalkt. Inzwischen steht auf Blusen mit Hornknöpfen, auf Jeans mit Lederaufnähern und auf vielen anderen Anziehsachen: Achtung, enthält nicht textile Teile tierischen Ursprungs. Das klingt wie eine Warnung. Dabei sind die Nebenprodukte vom Tier doch eigentlich genauso toll wie Filet und Keule. Man kann manchmal pflanzliche Rohstoffe als Ersatz für tierische nehmen, aber meistens ist der nicht tierische Ersatz nur aus Plastik. Während die Natur Borsten, Haare, Daunen, Häute in allen Variationen und besten Qualitäten produziert. Zum Wegwerfen sind die Nebenprodukte jedenfalls viel zu schade. Es kommt halt auf die Haltung an. Aber wenn man lange genug sucht, findet man Produkte aus tierischen Bestandteilen, die man mit gutem Gewissen kaufen und nutzen kann.